Ich war heute shoppen mit Xirin zusammen. Filteranlage für den Teich, Sandfilteranlage für den Pool. So, ich freue mich schon drauf und noch so ein paar andere Sachen. Ich bin schon mega gespannt, was mich erwartet. Packen wir das gute Teil aus, ich bin schon gespannt. Leistungsstarke Pumpe, umfangreiches Komplettpaket. Inklusive pH- und Chlorverteiler. Ne, pH-Tester und Chlorverteiler. Kurz gesagt, so ein Ding, was da drin schwimmt. 4 Wege Multifunktionsventil. 3 Jahre Garantie, das ist ordentlich. Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Ding vernünftig ist. Ist auf jeden Fall made by Germany. Das ist gut. Und so sieht der Pool auf jeden Fall jetzt aus. Ja, ein bisschen dreckig. Also mal kurz, um zu demonstrieren. Das ist die aktuelle Pumpe. Die werden meistens bei diesen Poolen, ich will jetzt keinen Namen nennen, mitgeliefert. Die sind auch nicht schlecht. Ja, also ich will jetzt hier nicht voll schlecht reden oder so. Die halten aber meistens nur ein Jahr und beim zweiten Jahr sind die dann ja wegwerffähig. Und ja, besondere Leistung haben die dann auch nicht. Und deswegen haben wir uns das hier jetzt geschnappt, weil das super geil im Angebot war. Und wir gesagt haben, ach, warum eigentlich nicht? Lass es kleben, lass es kleben, lass es kleben. Nein, er nimmt sich's. Was, er hat es genommen? Ja, er hat es mitgenommen. Leo, pfui. Pfui. Jetzt klebt's. Leo, komm her. Komm. So. Gut. Okay, Sesam, öffnen wir die Kiste. Bitte mach das ab. Okay. So, oh, das sieht schon mal gut aus. Wir hatten ja schon mal einen richtig großen Pool gehabt. Und da hatten wir auch eine richtig gute Pumpe gehabt. Ich glaube, die haben wir auch relativ teuer dann verkauft gehabt, als wir umgezogen sind. Ja? Genau, hier ist ein pH-Tester und ein Chlortester. Das ist mal richtig geil. Ein pH-Tester habe ich sogar einen. Aber einen Chlortester habe ich nicht. Das ist wirklich cool. Und das ist vor allem eins mit, womit man mit Chemie testet. Und nicht mit so komischen Streifen, weil die Streifen sind meistens recht ungenau. So, dann haben wir eine Anleitung, Garantiekarte. Da haben wir den Chlorverteiler, wie sie das nennen. Gut, wie soll man es sonst nennen, gell? Chlor-Tupperbox. Tupperdose. Aber die ist schon schön, die ist schon gut gemacht. Ach, hier kann man sogar die Dosierungsmenge einstellen. Cool. Da haben wir nämlich uns auch schon die neuen Chlor-Tabletten für die Saison bestellt. Das Schöne ist, es soll ja richtig mega warm werden die Tage. Deswegen wollen wir jetzt einen schönen, sauberen Pool haben, damit wir auch wirklich viel pflanzen können. Was ist das? Warte. Meine magische Murmel sagt. Sie sagt, das ist ein Druckmessgerät oder sowas, womit man den Druck messen kann. Ah! Xorg hat es recht. Woher wusste er das? Meine magische Murmel. Das linke. Ah, das ist das mit der. Genau, ist das wie ein Türgriff? Ja, so ungefähr. Es hat ein 3-Wiege-Ventil-Dingsbums. Was ja geil war, weißt du, ich hatte ja letztens diese eine Pumpe bestellt. Also damals bei dem alten Pool. Letztens, vor 3 Jahren. Ja, das ist schon ein bisschen her. Die Pumpe war so groß und so schwer, dass die ja mit dem LKW geliefert wurde. Also von DHL, so ein großer LKW war das gewesen. Krass. Fand ich ja voll faszinierend, dass da nicht, das hat nicht die Post geliefert, sondern... Ja, aber das war so ein Eisenkanister, gell? Ja, genau, das war ja... Das sieht jetzt hier nach Plastik aus, oder? Das Ding... Das ist Plastik wahrscheinlich. Ja, das ist Plastik, ja. Und das Ding stand auf einer Palette. Stimmt. Das ist kein... Die Palette haben wir immer noch, gell? Ja, wo ist die denn? Ah, unterm Auto. Unterm Schrott-Cadillac. Finde ich die jetzt. Warte. Vorne. Nee, wo ist die denn? Wo ist die denn? Unten am Motor. Ah, hier. Ah, stimmt, da stand die drauf. Ich erinnere mich. So, das ist die Pumpe. Ist es jetzt Plastik oder nicht? Doch. Doch, aber ja, ganz so, hartes aber Plastik. Festes, hochwertiges Plastik. Also nicht irgend so ein... Ach so, das ist die Pumpe und das genau. Da ist der Filter. Das ist der Filter, da kommt dann der Quarzband rein, den wir hier haben. Bitte keine Werbung. Nein, Spaß. Ja, Werbung wegen Produkterkennung. Genau. Ich bin ja auf die hier jetzt mal gespannt, weil... Okay, doch, das ist schon ein bisschen massiver. Das war nämlich so ein bisschen, weil man das nicht so richtig gesehen hat, aber das ist schon massiv. Die letzte Pumpe, das war ja wirklich so ein Oschi gewesen. Und die war ja richtig schwer gewesen. Das war ja richtig massives Metall gewesen.
Aber das hier ist ja auch schon, das ist schon eine Ansage für den Pool jetzt. So, Schraubverschlüsse. Ja, was hast du gesagt, der schafft das, den ganzen Pool, der ist ja jetzt nicht so groß, in 2 Stunden. Genau, komplett. Genau. Ja, ich glaube 4000 Liter schafft die. Ich glaube, es sind 8000, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der Pool ist, aber ich glaube, es waren 8000. Nee, 8000 kann es sein, der unser hatte 13000. Müssen es 4 sein oder so. Dann schafft er das in einer Stunde. Jawohl. Dann ist Jawohl. Dann nachher sauber. Da ist er nachher vielleicht sauber, ja. Gut, ein bisschen aufwirbeln muss man wahrscheinlich, oder? Ja. Deswegen habe ich auch schon Badehose an. Echt? Genau. Steigst du rein? Ich werde nachher noch reingehen, ja. Was interessant wird, ist die Pumpe anzuschließen, weil ich dann den Schlauch abmachen muss, wahrscheinlich. Und dann fließt das Wasser raus. Dann fließt wahrscheinlich Wasser. Ja, muss ich schnell sein. Ich hoffe, dass ich das schnell genug hinkriege. Oder mit dem Bauch dagegen drücken. Genau. Wenn du eh reingehst, ja, mit dem großen Zeh, genau. So, wie macht man sowas auf? Oha. Wie ist die Anleitung? Muss ich das überhaupt aufmachen? Was sind da jetzt eigentlich drin? Ich krieg das nicht aus, meine Hände. Ich habe so riesen Hände, aber das hier. Oh, warte, es tut sich was. Jetzt brauche ich so eine riesen Rohrzange. Vielleicht muss ich da ja auch gar nicht dran. Ich lese die Anleitung von mir aus. Von mir aus, Wollen wir mal einen pH-Test machen? Wollen wir mal gucken? Nein, wir wollen die Pumpe anschließen. Pumpe wollen wir anschließen, okay. So. Fängt er mit einem langweiligen pH-Test an. Da muss da. Ja, jetzt da. Jetzt. Aua. Rein mit dir. Du willst es doch auch. Ist da was drin? Nee. Hallo? Hallo? Ist da jemand zu Hause? Ich. Ei. Warte mal. Ich glaube, man sieht ja gar nichts. Wir müssen uns das ja, mal anschauen. Ja, bist du schlau. Also, hier, ich dachte, die Kamera macht es. Da hat er einmal verschüttet, hier so. Halt, du hast es weggezogen. Hallo? Geht's noch? Jetzt muss er das Ding da reinbuddeln. Buddeln. Sieht doch schon mal gut aus, aber muss das ganz rein, oder? Es muss sehr weit nach innen, ja, bis oder zum Boden. Das war jetzt sehr klug von dir, ne? Wir gucken mal von oben. Ich habe Angst, dass ich gleich runterfalle. Kippen. Oh, so schöner Sand. Mehr. Ich gebe einfach alles rein. Das macht es einfach einfacher. So. Oh, so schön. Ih, jetzt habe ich das am Fingernagel. Boah, es passt rein, krass. Krasse Sache, oder? Ich wollte gerade fragen, ob da Sand rein darf. Ich würde es auf den Boden stellen. Was? Ja, musst du nicht. Das Blaue. Achso, nee. Starker Mann, nicht daneben kippen. Ja, so wird's was. Der steht daneben. So wird's was. Du schaffst das. Die Hälfte? Stimmt. Leise rieselt der Sand. Klingt schön, mach weiter. Es gibt doch auf YouTube diese Videos mit so schönen Geräuschen. Das wäre jetzt eins davon, oder? Ja. Ich auch. Du hast aber im Baumarkt gesagt, da passen 10 Liter rein oder 15 Liter rein, deswegen brauchen wir unbedingt 10 Liter. Das ist aber nicht die Hälfte. Da hast du recht. Ja. Habe ich halt nicht mehr dran gedacht. Wenigstens gibt das zu. Mach nochmal. Was? Schau nochmal da rein. Hallo! Au! Hey! Man hat es nicht mal gesehen, Manu. Mach nochmal. Nein. Es ist missglückt. Ich habe Angst, dass ich stehe auf dieser Bank hier. Ich habe irgendwie Angst, dass ich runterfalle. Vor allem, wenn ich nicht gucke, wo ich hinlaufe. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin so süß, guck mal. Ich bin so brav. Oh, ja. Gar nichts bist du. Gar nichts bist du. Großer Tischdrängen, der hat bestimmt was zu bedeuten. Das klingt so, ja. Nein! Nein! Wie hast du denn das jetzt gemacht?
So, hast du es wieder geschafft, ja? Ja. Willst du nicht mal nachschauen, also nochmal nachschauen, ob er nicht doch dahin gehört? Glaube ich nicht. Das Thema ist abgeschlossen. Oh, jetzt geht's abwärts. Bin zu faul zum Aufstehen. Oh Gott, da kommt aber viel Wasser jetzt auf einmal. Das hat, da ist ja voll der Druck drauf. Schau mal, der ist ja voll aufgebläht hier. Ja, ne, da kommt jetzt viel Wasser. Oh Gott, ich werde nass. Da kommt nicht viel Wasser. Ja, weil ich schnell war. Ich habe trotzdem mehr erwartet. Ich dachte, spritzt jetzt mit voll viel Druck daraus. Löse den Schlauch. Sei schnell, sei schnell, sei schnell. Ja, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich geht. Schauen wir mal. Das passt nicht, oder? Passt das? Nicht wirklich, gell? Nee. Okay. Komisch. Blöd. Und hier brauchst du aber auch zweimal gummiert, gell? Ja. Hä? Wie kann denn das sein? So, ach ja, unsere Lösung, wir haben jetzt einfach die zwei Schläuche, wo sind die? Naht. Wir haben jetzt einfach die zwei Schläuche ineinander gesteckt. Vielleicht hält das ja. Also tropfen tut es aktuell nicht. Okay. Hast du schon zugeschraubt? Nee, gell? Nee, die Installing. Ach so. Da bin ich mal gespannt. Meinst du, es kann jetzt kaputt gehen, wenn du das zu fest schraubst? Nee, gell? Nee. Fühlt sich fest an, oder? Ich weiß nur nicht. Oh Mann. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das irgendwie da dran kriegen. Außer also uns entgeht das Offensichtliche. Das kann auch sein. Achso, jetzt muss da ja erst nur Wasser rein. Gut, Wasser ist ja reingelaufen, weil es ist ja schon rausgelaufen. Das wollte ich ja schon Hallo sagen. Schauen wir mal. Ja, das ist schwer. Okay. Achso, meinst du, es reicht dann auch schon? Ja. Nicht, dass du es jetzt kaputt machst. Es fließt. Man sieht es fließen. Gluck, 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 gluck. Sieht irgendwie eklig aus. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Oh, kräftige Strömung. Hält die dicht? Sieht gut aus, ganz gut aus, ja. Schau mal. Gar nicht gedacht. Wer hatte die Idee? Wer hatte die Idee? Ich hatte die Idee. Okay, vielleicht schon wieder. Ja, läuft. Ja, warum hatte ich die Idee? Weil ich keinen Bock habe, dass der Schlauch da in die Ecke einfach so reinhängt. Will ich nicht. Will ich nicht. Schauen wir mal, ich halte mal meine Hand. Genau. Schauen wir mal. Boah, sieht schon nicht schlecht aus. Was mir auffällt, dieses ganze Zeug, das ist Flockmittel. Ja, ich weiß. Aber guck mal, die Strömung. Schon gut. Da sieht man das. Gar keine Strömung. Ja, das sieht man auf jeden Fall ein bisschen hier. Ja, nicht schlecht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Aber das ist doch weiß gewesen. Warum wird das rot-gelb? Ja, das ist jetzt die Reaktion, die dadurch entsteht. Ach. Ja, ja. Das heißt, du hast reingepieselt, oder? Das ist Urin. Ja, das kann vielleicht sogar sein. Nein. Und da sich das so extrem verfärbt, schon jetzt, glaube ich, ist das sehr, sehr verfälscht. So, also, er sollte bei 0,6 und 1 Milligramm sein. Naja, ich würde sagen, es trifft schon immer fast so das oberste oder das knapp drunter. Also ist da extrem viel Chlor scheinbar drin. Echt? Scheinbar schon. Also ich würde es auf jeden Fall... Mal vielleicht nicht durch die Kamera. Es trifft keine von den Farben so richtig, aber es ist sehr dunkel. Ich finde, es trifft das hier so ein bisschen. Ja, hätte ich auch gesagt. Das ist 3,4. Ja. Beziehungsweise 1,5 ist das ja. Die können bei so viel Chlor Mückenlarven überleben. Ja, weil der Rest nicht stimmt wahrscheinlich. Ach so. So, und das andere soll bei 7,0 und 7,8 sein. Das ist der pH-Wert. Würdest du das einschätzen? Ich würde es jetzt bei 7,6 einschätzen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ja. Dann passt der Wert. Könnte vielleicht ein bisschen niedriger sein. Mhm. Aber ansonsten ist er eigentlich ganz gut. Soll er nicht 7,8 haben? Zwischen 7 und 7,8. Ah, okay.
Na, dann würde ich sagen, achso, 7,6 ist ja, ja dann ideal, steht ja da, ja. Okay. Ah, es steht sogar da, ja, stimmt. Das ist ja nicht schlecht. Also die Farbe hier erkennt man echt schwer, ja, finde ich, die Unterschiede. Also, aber wenn ich jetzt sage, also ich würde sagen, es trifft das hier, das 1,5. Ja, weil das andere ist ja viel heller. Ja. Und so hell ist es nicht. Nee. Definitiv nicht. Und so dunkel ist es auch nicht. Nee, nicht ganz. Also es ist ein bisschen drüber, aber eigentlich okay. Nicht schlecht, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Naja, aber da steht ja auch, dass es von hier bis hier ideal stimmt, ist. Ja. Beziehungsweise wahrscheinlich halt so. Dann passt es ja. Dann muss ich da gar nichts machen. Für was haben wir denn den ganzen Kram hier gekauft? Ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja, muss man irgendwann wieder. Ja. Das heißt, du gehst jetzt rein und wirbelst auf? Ich gehe da jetzt rein und wirbel auf. Cool. Ich gehe einfach mit der Pumpe da drin rum. Warum eigentlich nicht, ja? Da kannst gleich mal, da hinten liegt das Thermometer, kannst gleich mal gucken, wie warm es ist. Heute hat den ganzen Tag die Sonne drauf gescheint. Ich schätze so 22 Grad, oder? Hm. Was schätzt du? 20? 22? Also wie ich, okay. Aber nicht mit dem Kabel ins Wasser. Nein, nicht mit dem Kabel. Nicht mit dem Kabel. Extreme Challenge. Was passiert, wenn ich mit dem Kabel ins Wasser steige? Bitte nicht nachmachen. Was ist das kalt? Ah! Oh. Thermometer. Zeig's uns dann. Oh ja. Ah, nicht schlecht. Wir haben gut geschätzt. Sag mal, kann ich's lesen? Kann ich's lesen? Warte. Es ist unscharf, aber es sind 20, oder? Es sind 20, ja. Oh, Alter. Ist fresh. Saugt sie? Ja, schon. Kann sie es überhaupt noch drin behalten oder ist sie zu dreckig? Nee, drin behalten kann sie schon. Aber das schafft die nicht. Das ist ja grausam. Na dann aufwirbeln und dann schauen wir morgen, wie er aussieht, wenn die Pumpe die ganze Nacht... Ist die andere an, ja? Oh, die ist so schön leise. Die ist super. Geht, wie er in tote Tiere Schlamm wühlt. Dieses Flockmittel besteht doch fast nur aus toten Tieren jetzt, oder? Ja, Kleinstpartikel halt von Tieren. Aber du bist ja in Ungarn auch bis zu den Knien im Schlamm gestanden, freiwillig. Das stimmt, das war das. Aber ein bisschen eklig war das schon, oder? Natürlich. Vor allem mit dem Wissen, was ist da unten? Bibabuh, liebe Leute, schaut mal. Zwischenstand. Ich glaube, jetzt sind 3 Tage vergangen. Oder 4? Bin mir jetzt nicht sicher. 3 oder 4 Tage sind vergangen. Und schau mal, wie der Pool jetzt aussieht. Alter, ist das krass. Da ist kein Dreck mehr. Xilin war jetzt auch nochmal fleißig. Hat nochmal ein bisschen geputzt. Aber es ist wirklich kristallklar. Also wirklich, die Pumpe macht sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Muss man schon sagen. Wir haben auch 2-3 Mal rückgespult, also dass der Dreck wieder rauskommt. Und das war schon ordentlich. Also es ist echt krass, krass, wie sauber der geworden ist. Und das Schöne ist, dieses Wochenende ist ja auch noch so unglaublich warm. Und da zeigt uns das Thermostat, ich glaube 25 oder 26 waren es am Boden. Also wirklich auch mega, mega, mega warm. Okay, Xer will es uns demonstrieren. Da ist es. Sieht man es? Ja, jetzt hat man es kurz gesehen, genau. Also 25 Hertz, also das ist schon echt warm. Und ich werde da jetzt reingehen. So, los geht's.